Alfred hatte mir zwei Eisenkeile und einen Aluminiumkeil vor die Haustür gelegt, auf das ich einigen Buchen zu Leibe rücken konnte. Er konnte nicht wissen, dass er mich damit festnagelte. Bis jetzt hatte ich der Arbeit an den Buchenstämmen aus dem Weg gehen können, schließlich war das ohne Keile nicht zu machen. Mutig ging ich dann vor das Haus und betrachtete die Buchenstämme. Sie stammten aus dem Gebiet, das ich immer den Märchenwald nenne, weil dort nie ein Tourist zu finden ist und deshalb alles wächst, was in der Eifel wachsen kann. Der Sturm namens Wiebke hatte den Märchenwald vollkommen zertrümmert. Komm, wir gehen Sturmschäden inspizieren. Ja, bitte? Baumeister hier? Ja, ich bin's, deine Tante Annie. Aha. Da bist du platt, was? Platt würde ich das nicht nennen. Eher uninformiert. Na, du kannst es glauben. Ich bin wirklich deine Tante Annie. Hat dein Vater nie von mir gesprochen? Nie, soweit ich mich erinnere. Bist du eine Schwester von ihm oder eine Schwester meiner Mutter? Weder noch. Ach, weißt du, das ist alles fürchterlich kompliziert. Also jedenfalls bin ich Tante Annie und du bist der Siggi Baumeister. Und wir beide zusammen erben einen Bauernhof. Ziemlich groß. Naja, eigentlich sowas wie ein Rittergut. Gut 700 Morgen, würde ich mal sagen. Moment mal, ich bin völlig verwirrt. Ich bin total... Das weiß ich doch, mein Jung. Das muss ja jeden verwirren. Also, hör zu. Wir erben einen Hof. In der ehemaligen DDR, in der Mark Brandenburg. Das war mal eine LPG, also eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft, wie man so schön sagt. Nun ist es eben alle mit dem Kommunismus oder mit dem, was sie da drüben hatten. Und ich habe einen Erbschein. Aha. Ich habe so ein verdammtes Ding nicht. Und ich weiß nichts von einer Tante Annie. Wer bist du überhaupt? Na, deine Tante Annie. Weißt du, der Rest ist tot oder verschollen oder ach, was weiß ich. Und nun erben wir. Von wo rufst du an? Ja, aus meiner Wohnung hier in Berlin. Weißt du was, mein Jung? Ich glaube, es ist das Beste, ich komme dich schnell mal besuchen. Dann können wir über alles in Ruhe reden. Sag mal, stimmt das, dass man in der Eifel noch richtige Schafherden sehen kann? Ich habe Schafe ja so gern. Ja, wir haben ja ein paar Schafe. 20 oder 30.000, ich habe sie lange nicht mehr gezählt. Aber wer bist du eigentlich? Ich meine, wie... Beruhige dich mal, mein Jung. Tante Annie regelt das alles. Ich spalte heute kein Holz. Ich habe ein Problem namens Annie. Und deshalb fahren wir jetzt in den Windbruch. Ich schlenderte den Weg entlang. Links eine dichte Schonung von Weißtannen, rechts ein 10-jähriger Bestand von Mischholz. Nach 100 Metern senkte sich der Weg nach links in eine große Mulde, in der es aussah, als hätten Riesen mit den 25-Meter-Stämmen der Tannen Mikado gespielt. Mein Märchenwald war restlos zerstört, lag in einem chaotischen Durcheinander. Wir gehen jetzt in den Dschungel, Krümel. Angstvolle Katzen brauchen einen Anführer. Ich balancierte auf einem liegenden Stamm in das Gewirr. Sie turnte einige Meter hinter mir her, drehte sich, rannte zurück auf den Waldweg, sauste 10 Meter vorwärts, wandte sich wieder in das Astgewirr, kehrte um, hockte auf dem Weg und leckte sich die rechte Vorderpfote. Irgendetwas machte ihr Angst. Es sind keine Wildschweine da, nicht einmal Karnickel. Brontosaurier auch nicht und bestimmt auch kein Tyrannosaurus Rex, also was ist? Lass uns jetzt die Holzwüste durchqueren, na los! Aber sie weigerte sich noch immer. Also ging ich allein. Hinter den Zweigen war eine winzige freie Fläche mit sehr dichtem, langem Gras. Der Mann lag dort, als habe er sich ein Nest gebaut. Eigentlich lag er nicht, er saß. Bequem gegen einen Vorhang aus frischen Tannenästen zurückgelehnt, wirkte er wie ein zufriedener Jogger, der sich eine Pause gönnt. Hey! In der gleichen Sekunde wusste ich, dass das sinnlos war. Der Mann war tot. Ich spürte, wie mein Magen zu revoltieren begann. Krümel hielt sich hinter mir und schmiegte sich unentwegt an meine Beine. Sie hatte den Tod gerochen. Sie hatte den Windbruch nicht betreten wollen. Ich nahm vorsichtig den Kopf des Mannes hoch. Das Gesicht war vollkommen weiß, die Oberlippe ein wenig hochgezogen, das Zahnfleisch schneeweiß.
Infarkt oder sowas. Ich starrte den Mann an, der vielleicht 50 Jahre alt geworden sein mochte. Was glaubst du, wie lange der hier liegt? Es kann Tage her sein, vielleicht eine halbe Woche. Wir sollten Norman rufen. Dann fiel mir auf, dass der Tote eine gewaltige Wampe hatte. Einen überdimensionalen Schmerbauch, den er sich mit beiden Händen festhielt. Wie Schwangere es zuweilen tun. Ich bog den rechten Arm zur Seite, dann den linken. Ich zog das Oberteil des Jogginganzugs hoch. Was ist das? Der Bauch war eine einzige Wunde. Ein erstarrtes, blutiges Feld. Aber dieses Blut war nicht rot, auch nicht schwarz. Dieses Blut war rosig. Lass uns Hilfe holen. Das rühre ich nicht an. Das ist sonderbar. Das ist sehr sonderbar. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich aus dem Windbruch herauskroch. Ich startete den Motor und schaltete Funk ein. Nach einer Weile meldete sich Naumann, unser Landarzt. Es dauerte 20 Minuten, bis er kam. Ein Selbstmörder? Nein, das glaube ich nicht. Ein Jogger oder sowas in der Art. Wir müssen weit in den Bruch hinein. Warum finden Sie dauernd solche Dinge? Ich bin ein Sachensucher. Ich stolpere darüber. Da ist er. Wir müssen ihn legen. Schaffen Sie das? Jetzt ziehen Sie ihm mal das Oberteil des Anzugs vom Bauch. Noch nicht. Ich würde sagen, er kann hier bei den Temperaturen schon ein paar Tage liegen. Aber es könnte auch wesentlich kürzer sein. Und was ist mit dem Bauch? Das weiß ich nicht. Das sieht jedenfalls scheußlich aus. Du lieber Himmel. Was ist das denn? Vielleicht hat ihn jemand erschossen. Erschossen? Das ist doch kein Fleisch. Das ist doch keine Wunde. Das ist Plastik. Irgendein Kunststoff. Schaumstoff, was weiß ich. Wirklich Kunststoff? Aber ja. Das ist so ähnlich wie das Zeug, mit dem man in Neubauten rund um die Fensterrahmen isoliert. Schauen Sie hier. Schaumstoff. Man sieht ja auch, dass das kaum geblutet hat. Das hat wie ein Korken gewirkt. Haben Sie inzwischen eine Meinung, wie lange er hier liegt? Ich müsste ihn genauer untersuchen. Das kann ich hier nicht. Ich muss auch die Kripo holen. Verdammt nochmal, dass das ausgerechnet mir passiert. Wir wollen 3 Tage mit den Kindern weg. Wer jagt einem Menschen Schaumstoff in den Körper? Keine Ahnung. So etwas habe ich noch nie gesehen. Da müssen Fachleute ran. Ich würde sagen, dass die Kunststofffläche fast 20 Zentimeter Durchmesser hat. Gehen Sie bitte mal an meinen Wagen und rufen Sie die Polizei. Und bringen Sie mir bitte die Polaroid-Kamera mit. Im Handschuhfach. Und sagen Sie meiner Frau, ich bin zum Abendessen nicht da. Sagen Sie ihr, was hier los ist. Ich machte mich auf den Weg, rief die Polizei, funkte seine Frau an und richtete aus, was er mir aufgetragen hatte. Dann hängte ich ein, nahm die Polaroid und brachte sie ihrem Mann. Er machte ungefähr 20 Aufnahmen. Dann schob er mir einen Film rein und grinste müde. Da ich annehme, dass Sie das für Ihr Raritätenkabinett haben wollen, legen Sie los. In den ersten Tagen nach dem Leichenfund passierte nichts, außer dass die Gerüchteküche in den Eifelkneipen ein dankbares Thema hatte, um das sie kreisen konnte. Ich rief den Arzt an. Er wusste nichts, hatte nichts Neues gehört, war nicht gefragt.